Bevor die Reaktion losgeht. Flying Uwe ist fast täglich ab 21 Uhr live auf Twitch. Den Link zu seinem Stream findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Wir gehen in die erste Reaction heute rein und zwar Macht's gut von Iblali. Er hat gestern ein Video hochgeladen. Wenn man den Titel liest, dass man sich denkt, oh krass, haut er ab, verabschiedet er sich, wie lange, für immer. Weil das meiste ist ja immer so, die Leute, die so ein Video machen, die kommen dann ja auch irgendwann wieder. So. Aber es interessiert mich, ich habe Iblali damals vor 15 Jahren oder so kennengelernt auf dem Videoday. Wir waren damals auch zusammen im Netzwerk, da haben wir uns auch getroffen, wegen Christoph Krachten früher, ach, all solche Sachen. Und er hat immer früher diese, wie hießen die Folgen, wo er Fragen beantwortet hat. Und damals, zu der damaligen Zeit, waren das echt geile Folgen. Ali Tells oder sowas, ne? Wie hieß das? Weiß es noch jemand? Ali Tells? Ich glaube Ali Tells, ja. Das waren coole Videos, sehr, schon für damalige Zeit vom Schnitt her, weil wir alles selber geschnitten haben, damals gab es noch nie so wie Cutter und sowas. Man hat als YouTuber selbst die Videos geschnitten. Und für damalige Zeit hat Iblali richtig gute Arbeit geleistet. Waren sehr coole Videos. Vic, wenn du das siehst, das war eine Zeit, Mann. Man denkt gerne drauf zurück, krass. Dann mal schauen, was der gute Herr zu sagen hat. Keine Ahnung, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich bin leider ziemlich gut darin, mir früher oder später Freude an etwas kaputt zu machen, weil ich mich diesbezüglich zu sehr stresse. Ganz plump gesagt, mir macht etwas Spaß. Irgendwann fängt es an, mich zu stressen und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Sei es, weil ich einfach zu perfektionistisch bin und meine Ansprüche an mich selbst zu übertrieben sind oder weil ich einfach allgemein irgendwie ängstlich bin und alles in meinem Leben kontrollieren muss. Aber du kannst im Leben nun mal nicht alles kontrollieren und das mir einzugestehen, boah, das fällt mir super schwer. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich verstehe, was er meint. Aber die Sache ist, viele denken sich auch echt kaputt. Und da kann ich euch nur eins empfehlen. Das klingt jetzt vielleicht zu einfach oder plausibel. Man muss halt auch was anderes noch im Leben machen. Er macht auch sicher noch irgendwas anderes. Hat vielleicht irgendwelche Hobbys. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn heute nicht so gut. Man kennt sich nur von früher. Und wenn man sich sieht, sagt man Hallo oder so. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Auch Ewigkeiten her. Aber ich kann euch eins sagen, da hilft Kampfsport. Weil im Kampfsport ist das auch so. Du kannst nicht auf alles reagieren. Du musst spontan reagieren. Damit haben ja viele Menschen Probleme, spontan zu reagieren. Ey, Uwe, wir müssen kurz dahin das machen. Da haben ja schon einige Probleme. Spontan Videos drehen. Haben ja viele YouTuber echt Probleme mit. Ah nee, ich muss erstmal strukturieren und man muss immer in Sicherheit sein und so. Und ich kann euch eins empfehlen. Kampfsport ist eine Lehre fürs Leben, Mindset und körperlich gesehen. Und ich merke allgemein, ja, Kraftsport auch, ja, aber Kampfsport ist einfach ein ehrliches Ding. Du machst Sparring und es gibt einen, der einfach besser ist. Als Beispiel, solche Sachen. Und das kann ich echt nur jedem ans Herz legen, weil viele Streamer, YouTuber hängen nur hier vorm Dingens und haben keinen Ausgleich, wie Yin und Yang. Es gibt das und dann muss es aber auch das geben. Sache, die dir früher richtig Spaß gemacht hat, anfängt, dich dauerhaft zu stressen. Na schade. Wie willst du da noch den Spaß aufrechterhalten? Aber warum kommt da der Stress? Ist doch logisch, dass die Begeisterung dafür dann irgendwann flöten geht. Oder? Tja, und genau das ist mit mir und meinen Videos passiert. Ich habe da leider absolut keinen Spaß und keine Leidenschaft mehr dran. Und das Problem bin ich selbst. Manchmal, da denke ich an diese Anfangszeit, wie sich das angefühlt hat. Ich saß da, hatte eine coole Idee und dachte mir, boah, dazu muss ich ein Video machen. Kamera rausgeholt und los geht's. Gar nicht irgendwie großartig nachgedacht, kein heftiges Skript und ich habe mir auch richtig Zeit gelassen für das Video. Also mir war wichtig, dass es ein cooles Video wird. So ungefähr zu 10% kann ich mir heutzutage noch vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Und eigentlich ist es doch normal, oder? Dass kreative Dinge nun mal Zeit benötigen. Schaut euch zum Beispiel kreative Berufe an wie Musiker oder Buchautor. Meistens kann man kreative Ideen einfach nicht erzwingen. Also du brauchst einfach Ruhe, Zeit und Inspiration. Das ist normal. Aber auf YouTube wird dir irgendwie beigebracht, dass du abliefern. Möglichst viele Videos produzieren sollst. Und heute ist abliefern. Guck mal, wie leicht es Streamer haben. Die Streamer, ich ziehe mich jetzt nicht zu dem Streamer, weil ich nicht hauptberuflich streame, weil ich verdiene keinen Cent mit Stream. Es sei denn, kurz mal fliegt eine Doni rein oder so, aber ihr wisst schon, was ich meine mit dem Sub-Button, blablabla, gibt's alles nicht bei mir. Auch wenn ich den hätte, wäre ich trotzdem beruflich kein Streamer. Aber es ist ja so, YouTube funktioniert heute mittlerweile so. Entweder du bist Streamer, dein Mod schnibbelt alles, lädt hoch, hast einen Kanal, Reaction, Real Talk, was weiß ich. Und die Zuschauer gucken sich das an. Easy work, easy Arbeit. Das ist keine Arbeit, Alter. Das ist Luxusarbeit, die ich nicht als Arbeit sehe, weil sowas kann man ja oder sollte man nur gerne machen. Oder man kann sowas auch nur gerne. Du machst dich dabei nicht kaputt. Das meinte ich im Endeffekt damit. Früher war das so,
Da warst du krass, wenn du so alle 2 Wochen oder so ein Video rausgehauen hast. Da war das nicht für jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag oder so. Da war richtig so alle 2 Wochen mal oder so. Ein cooles Video, ah, ich habe eine Idee, bam. Und heute kommt natürlich auch bei sehr vielen, denke ich mal, auch der finanzielle Druck. Ja, ah, ich muss abliefern, fuck, was mache ich jetzt? Ich muss ja irgendwas hochladen, ist ja mein Job, davon lebe ich. Aber bei vielen kommt, glaube ich, auch dann der Druck so, warum hat der mehr Views auf als ich? Sein Content ist gar nicht so geil, aber warum ist er viel erfolgreicher als ich? Ich glaube, das spielt bei ganz vielen auch eine große Rolle, dass sie sich so kopftechnisch kaputt machen. Möglichst lange. Mit anderen Worten, je mehr Videos du produzierst, desto mehr Geld. Und je längere Videos, desto bessere Watchtime, bessere CPM und ja, auch hier mehr Geld. Das heißt natürlich nicht, dass es jeder so machen muss. Ich habe extrem Respekt vor YouTubern wie Julian Bam oder Shintex oder Jules, die zwar selten Videos produzieren, aber wenn dann etwas rauskommt, dann ist es ein Banger. Aber die Entscheidung, das so anzugehen, ist nicht wirklich leicht. Also du wirst schon irgendwie dazu verleitet, mehr Videos zu machen. Und in meinem Falle wurde es auch immer mehr Fließband-Content. Und versteht mich nicht falsch, Fließband-Content kann natürlich auch unterhaltsam sein, aber natürlich ist es trotzdem eher Quantität als Qualität. Ich will zum Beispiel auch niemanden schlecht reden, der nur Reactions macht. Ich selber gucke auch gerne Reactions. Aber in meinem Falle war es so ein bisschen aus den falschen Gründen. Also 2021 habe ich ja auf Madeira gelebt und in dem Jahr habe ich 4 Videos die Woche gemacht. 4. Und überleg mal, das waren Videos, die um einiges aufwendiger waren als jetzt typische Reactions oder Let's Plays zum Beispiel. Natürlich habe ich auf dieser Insel auch schöne Sachen gesehen und erlebt, aber ganz ehrlich, 90% der Zeit saß ich zu Hause vor dem PC und habe versucht, produktiv zu sein. Immer hustlen, hustlen, hustlen. Es ging immer nur darum, möglichst viel Geld auf einmal zu verdienen. Und jetzt werden manche Leute sagen, okay, also warst du einfach nur geldgeil? Aber ich würde nicht sagen, dass es das ist, weil Geldgeilheit bedeutet für mich einfach nur, dass man geil aufs Geld ist, dass man richtig Spaß daran hat, Geld zu verdienen. Bei mir ist es irgendwie genau das Gegenteil. Alles, was mit Geld zu tun hat, stresst mich irgendwie. Natürlich möchte ich auch Geld verdienen, aber eher aus dem Grund, dass ich nach dem Gefühl von Sicherheit crave. Ich bin einfach ein Mensch, der möglichst viel Sicherheit und möglichst viel Kontrolle über alles braucht. Keine Ahnung. Es ist aber leider nun mal so, der Mensch will sich aber immer in Sicherheit wiegen. Der Mensch braucht Sicherheit. Ah, ich bin lieber Angestellter als selbstständig. Warum? Weil Sicherheit. Oh, meine Arbeit gibt mir auch ein Auto. Oh, geil, das ist eine Sicherheit. Der Mensch tickt leider so. Aber wenn du da so die Kunst irgendwie hinbekommst, dass du nicht im Kopf von der Sicherheit abhängig bist, sondern das machen kannst, was du willst und darauf langsam aufbauen kannst und das so hinkriegst. Das ist wie ein Vogel als Beispiel, ja? Ich gebe euch einen Vogelkäfig als Beispiel, Metapher, Vogelkäfig. Da sind ganz viele Vögel drin. Aber die Vogelkäfigtür, die ist auf. Aber kein einziger Vogel traut sich. Warum? Klar, fliegen Vögel in echt raus. Metapher jetzt. Viele Vögel sind drin, da ist Futter drin, da ist was zu trinken drin. Und die Tür ist auf und kein Vogel traut sich raus. Aber da gibt es diesen einen Vogel, der immer rausguckt. Immer rausguckt. Und dann kommen so andere 2, 3 Vögel. Ey, was guckst du denn immer raus? Wenn du da nach draußen fliegst, hinter den Bergen, da werden schlimme Dinge passieren. Du wirst sterben, du wirst niemals zurückkommen. Bleib hier, hier haben wir alles. Futter, trinken, ein tolles Zuhause. So, was passiert eines Tages? Der Vogel fliegt raus. Alle gucken nur. Was macht er? Und dann verschwindet der Vogel hinter den Bergen und er kommt nie, niemals wieder. Alle denken, fuck, der ist tot. Wir haben es doch gesagt. Und auf der anderen Seite des Berges hat der Vogel, der aus dem Käfig rausgeflogen ist, ein viel, viel schöneres Leben. Weil er auf sein Herz gehört hat. Er hat das gemacht, was er machen wollte und hat einfach Sachen entdeckt, die es im Käfig nicht zu entdecken gibt. Und das ist die Kunst im Leben. Das ist meine Erfahrung, die ich euch so weitergeben kann, weil ich das selber erlebt habe. Anderen Worten, je mehr Geld, desto mehr Sicherheit. Aber dieses Gefühl, nicht genug Sicherheit zu haben, das ging nie weg, egal wie viel ich auf dem Konto hatte. Überleg mal, seit 13 Jahren lebe ich von YouTube und in der ganzen Zeit habe ich nie eine echte YouTube-Pause eingelegt. Natürlich gab es Zeitspannen, wo ich viel weniger Videos hochgeladen habe, aber eher aus dem Grund, dass ich ausgebrannt war und einfach nicht mehr konnte, so traurig es auch klingt. Mein Gehirn hat immer gearbeitet und immer musste ich in irgendeiner Form produktiv sein, selbst wenn es mit YouTube nichts zu tun hatte. Und dieses Ängstliche, das war schon immer ein Problem von mir. Als Beispiel, ich habe ja mit dem Fachgymnasium aufgehört, um von YouTube zu leben. Das war wirklich das größte Risiko meines Lebens. Also normalerweise gehe ich echt selten Risiken ein. Und danach hatte ich einfach ein Jahr lang regelmäßig Albträume. Wisst ihr, was die Chinesen zum Wort Risiko sagen? Der Chinese sagt,
Das Risiko ist eine ganz große Chance. Ist so. Man riskiert was, aber dieses Risiko, was ich jetzt eingehe, es kann eine ganz große Chance sein und vieles verändern. Weil mein Gehirn nicht darauf klarkam, dass ich dieses Risiko eingegangen bin. Hab immer geträumt, dass ich irgendwann wieder zur Schule muss und in den Klausuren ständig Sechsen schreibe, weil ich in der ganzen Zeit den wichtigen Stopp nicht mitbekommen habe. Und auch bei dem Thema Steuern habe ich so richtige Phobien entwickelt. Ich weiß noch, einmal musste ich über 100.000 Euro nachzahlen und das hat mich irgendwie so fertig gemacht. Eine ganze Woche lang konnte ich deswegen gar nichts tun. Und die Sache ist ja die, ich hatte das Geld. Also ich konnte das direkt bezahlen, ich hatte genügend Geld auf meinem Konto, aber das hat gar keinen Unterschied gemacht. Solche Dinge, ich weiß nicht warum, die machen mir eine Heidenangst. Es ist wirklich extrem. So einen richtigen Urlaub gab es für mich auch nicht. Also in Los Angeles beispielsweise habe ich trotzdem regelmäßig Alitals gedreht. Von 2019 in Japan habe ich einfach jeden Tag gevloggt. Und das waren aufwendige Vlogs, also wirklich jeden Tag saß ich da in Japan noch bis... Krass, das habe ich gar nicht gesehen, dass er in Japan war und da gevloggt hat. Cool, das hätte ich gerne gesehen, ey. Erinnert mich, als ich in Los Angeles war und jeden Tag gevloggt habe. Und ich habe jeden Tag selber geschnitten. Und ja, manchmal war ich sehr müde vom Laptop. 3 oder 4 Uhr morgens am Laptop und hat noch irgendwie das Video geschnitten. Damals war das für mich alles so normal, aber heute denke ich mir so, ist schon krass irgendwie. Man könnte jetzt so metaphorisch sagen, ich habe diese Japan-Reise nicht wirklich durch meine eigenen Augen, sondern eher durch die Kamera gesehen. Ja, ja. Und genau so hat sich das angefühlt. Es hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als wäre ich so richtig da gesehen. Eher aus der Video-POV oder keine Ahnung. Also ich glaube, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Und von Jahr zu Jahr wurde es immer schlimmer, dass ich aus allem, was ich in irgendeiner Form mochte, unbedingt daraus Content machen musste. Etwas für mich privat zu machen oder zu mögen, hat sich irgendwann nach Zeitverschwendung angefühlt. So, warum sollte ich das jetzt tun und nicht damit Geld verdienen? Im Nachhinein merke ich, dass ich aus echt allem Content gemacht habe, sei es aus meiner Beziehung, sei es aus Umzügen, sei es aus meinem Urlaub. Am krassesten habe ich das gemerkt bei dem Spiel Animal Crossing New Horizons für die Switch, weil das Spiel hat mir so gut getan in dieser Corona-Zeit, wie bestimmt vielen von euch. Und das war nach längerer Zeit mal wieder etwas, das ich nur für mich hatte. Trotzdem habe ich angefangen, daraus Content zu machen. Nicht nur Content, sondern ein ganzes Format. Ein Animal Crossing-Format auf diesem Channel. Auch dieses Spiel hat sich dann immer mehr eher wie Arbeit angefühlt und auch so Spiele wie Mario Odyssey würde ich privat einfach nicht mal anfassen. Also das ist nur für Content. Ich habe so YouTube-Videos immer weniger wegen Spaß, Kreativität und Leidenschaft produziert und immer mehr aus, ich sag mal, irrationalem Überlebenswille. Und ich weiß natürlich, dass es komplett übertrieben klingt, aber ich dachte mir, wenn das hier alles nicht mehr läuft, dann bin ich direkt obdachlos. Also wirklich direkt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass seit Jahren die Zahlen bei mir so ein bisschen runtergehen. Überleg mal, was mit einem macht, der so tickt wie ich. Klar, die meisten würden denken, okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber vom Ding her kann ich immer noch relativ gut davon leben und ich kann ja so ein bisschen rumexperimentieren, vielleicht geht das ja wieder hoch. Ist ja auch realistisch. Außerdem gibt es da draußen noch eine Welt ohne YouTube. Aber mein Gehirn denkt sich natürlich, okay, ich stürze mich geradewegs ins Verderben. Also immer mehr in mein Verderben. Es ist wirklich krankhaft geworden, wie stark ich mich selbst unter Druck setze. Also das ist nicht die Norm, das ist nicht normal. Irgendwann dachte ich mir, scheiße, ich muss dringend etwas ändern und habe den Output von 4 Videos pro Woche auf 3 runtergeschraubt. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr sogar von 3 Videos die Woche auf 2. Aber hat es geholfen? Ganz ehrlich? Nicht wirklich. Weil ich habe realisiert, es geht nicht darum, wie viel ich arbeite oder wie wenig, sondern das ist ein Problem von mir, also mit der Psyche. Ich wollte gerade sagen, weil überleg mal, was soll ein Maler und Lackierer denken, der sein Leben lang zum Bau fährt, ob mit Bus, Bahn oder Auto, in seinen dreckigen Mistklamotten. Einige ziehen sich auch immer gerne auf der Baustelle um. Das habe ich früher nie gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache bei jedem meine privaten Sachen dreckig. Das war auch immer so ein Krampf. Aber was soll ein Handwerker sagen? Was soll ein Kassierer sagen? Was soll, ich weiß nicht, der Barkeeper sagen? Ich fahre jeden Tag dahin, mache jeden Tag das Gleiche. So, und dann sieht man einen YouTuber, der es nicht mal hinkriegt, es ist nicht abwertend. Ich verstehe sein Problem, was er hat. Da kommen wir auch gleich zu. Es ist jetzt nichts gegen Iblali. Aber wenn man jetzt mal vergleicht, ich ziehe nur Vergleiche. So, oder ein YouTuber, der 1-2 Videos machen soll, von mir aus 1 in der Woche oder 2, was auch immer. Dann denke ich mir in meinem Kopf, willst du lieber auf dem Bau rumkriechen? Ohne Heizkörper? Nicht mal Fenster eingebaut, Türen, nichts? Und dir da einen abschuften? Oder auf ganz easy, wie du willst, wie du Bock hast, wie du es dir im Kopf zusammendenkst, 1-2 coole Videos machen. Was ist geiler? Natürlich dieser YouTube-Job. Bloß viele kommen damit dann halt nicht zurecht, mit diesem Abliefern, selbstständig, selber und ständig und selbst. Und dann machen sich
viele Creator so die Köpfe kaputt. Der eine kriegt mehr Views. Ah, komme ich dem hier eigentlich noch gerecht? Ich würde das lieber anders machen. Ist nicht mehr so qualitativer Content und so weiter und so fort. Und irgendwann gehen die Köpfe so kaputt, dass sie dann sagen, ich kann das alles nicht mehr. Das ist echt traurig, weil es ist ein sehr, sehr geiler Job. Es ist immer nur eine Frage, wie du damit umgehst. So viele gehen damit halt leider falsch um, machen sich selbst Druck und Stress. Krankhafte Produktivität ist irgendwann in andere Bereiche des Lebens übergeschwappt. Kann ich nicht an einem Video arbeiten, dann, keine Ahnung, räume ich meine Wohnung auf, auch wenn sie schon sauber ist. Ich habe inzwischen Cutter, die so ein paar Videos von mir schneiden, trotzdem gehe ich da selbst nochmal drüber. Und wenn ich wirklich gar nichts finde, wo ich produktiv sein kann, dann mache ich einen Mittagsschlaf. Einfach nur, um die Zeit zu überbrücken. Das ist so eine Psychose. Ich habe in den letzten Jahren so viele unnötige Mittagsschläfchen gemacht, einfach nur, damit die Zeit vergeht, obwohl ich nicht mal müde war. Das ist krass. Und da komme ich jetzt zu. An alle Creator da draußen, ihr müsst auch mal was anderes machen, außer Livestreaming, außer irgendwelche Videos produzieren, außer irgendwelche TikToks zu produzieren, außer irgendwelche Instagram-Stories zu machen. Ihr müsst auch mal was anderes machen. Geht raus, bewegt euch, macht Sport, macht Fitness, macht Kampfsport, geht Fußball spielen. Es gibt noch andere Dinge und deswegen fallen viele aus diesem Gleichgewicht raus. Es ist wie Yin und Yang. Es gibt das und deswegen muss es aber auch das geben, sonst ist das nicht im Gleichgewicht. Sonst, Entschuldigung, dass ich so sage, aber sonst f*** ich irgendwann selbst. Habe ich mich dann immer noch schlechter gefühlt. Auch so eine schlechte Angewohnheit, die sich über die Jahre entwickelt hat, ist dieses auf Social Media nachgucken, was Leute so über einen reden. Das hat wahrscheinlich auch mit diesem Kontrollzwang zu tun, aber was bitteschön willst du daran kontrollieren, wenn irgendwelche Leute falsche oder verletzende Dinge über dich behaupten? So, du hast keine Kontrolle. Außerdem bin ich inzwischen fest davon überzeugt, dass der Mensch einfach nicht dafür gemacht ist, so viel Resonanz über die eigene Person zu läden. Du bist geil, du bist scheiße, du bist geil, du bist scheiße. So viel. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich echt gut damit klarkomme, aber es ist wie ein schleichender Prozess. Nach und nach macht das schon was mit der Psyche. Definitiv. Das ist ja auch keine normale Situation, wenn man ganz ehrlich zu sich ist. Also auch das hat mir immer mehr den Spaß an der ganzen Sache genommen irgendwie. Letztes Jahr habe ich ja angekündigt, dass ich gerne Therapie machen würde. Und dieses Jahr bin ich das tatsächlich angegangen. Es ging dabei um Tiefenpsychologie und dabei wird sehr viel in deiner Vergangenheit gekramt, vor allem in der Kindheit. Also man geht so ein bisschen deine Biografie durch. Man spricht sehr viel über Dinge, die einen stark geprägt haben, auch negative. Und das kann natürlich ziemlich verletzend werden. Aber ich sag's euch, ich habe noch nie so viel über mich selbst gelernt, wie in diesem Jahr durch diese Therapie. Es ist crazy. Vieles ergibt einfach Sinn und es ist für mich heutzutage absolut verständlich, warum ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Oder warum ich so ticke, wie ich ticke. Das hat einfach viel mit der Kindheit zu tun. Meistens ist das der Fall. Ich sag's euch, die Erfahrung war nicht nur augenöffnend, sondern hat mir auch gewissermaßen Baustellen aufgezeigt an mir selbst, die ich zuvor nicht so richtig gesehen habe. Und auch habe ich dadurch gelernt, dass mir eine YouTube-Pause nicht nur gut täte, es ist in meinem Falle sogar notwendig. Ich muss wirklich mal klarkommen. Ich kann mich kaum noch für etwas begeistern oder motivieren. Ich muss lernen, wieder Hobbys zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt. Er muss wieder lernen, Hobbys zu haben. Und genau das ist es. Es gibt noch was ganz anderes als. Stell dir mal vor, Maler und Lackierer oder ein Handwerker würde nur noch Handwerksarbeit machen. Den ganzen Tag. Und dann noch nebenbei Mittagsschlaf. Und dann wieder Handwerksarbeit. Das funktioniert doch gar nicht. Auch ein Handwerker macht was anderes. Knallt seine Alte zu Hause, geht zum Sport, hat Freunde, geht einsaufen oder was weiß ich. Und bei den YouTuber im Creator-Leben ist das so anders. Weil du kannst immer irgendwie Content machen. Du kannst immer irgendwie das machen. Hier, dies, jenes. Hast du nicht gesehen? Du kannst immer irgendwie gucken. Deswegen. Er hat es gerade gesagt, das habe ich schon vorher gesagt. Man braucht Hobbys. Man braucht auch mal was anderes, wofür du brennst, wo dein Interesse hingeht. Ist aber schon viel, viel besser geworden. Mit meiner Freundin zum Beispiel habe ich mit Puzzeln angefangen. Ab und zu mache ich eine Autotour, um Sehenswürdigkeiten. Süß, mit meiner Freundin habe ich Puzzeln angefangen. Das ist niedlich, das ist süß. Zu besichtigen oder ich habe sogar angefangen, Beats zu bauen, beziehungsweise ich lerne es noch. Also was das angeht, bin ich super am Anfang. Trotzdem schwingt noch so ein bisschen der Gedanke mit, dass es Zeitverschwendung wäre, wenn ich daraus kein Content mache. Das ist heftig. Ich weiß natürlich, dass es Blödsinn ist. So etwas hatte ich auch neulich, wo ich 3 Wochen in Japan war. Also abseits von dem Video, was ich für den Schmuck gedreht habe in Japan, wollte ich, dass das wirklich ein echter Urlaub wird. Und es war ein Dilemma. So sehr musste ich mich dazu zwingen, nicht zu vloggen. An einem Tag wurde ich sogar schwach und habe tatsächlich ein bisschen gebloggt, weil ich mir dachte, ach komm, lass doch Content daraus machen. Komm schon, was ist das für eine Psychose? Aber zum Glück habe ich es geschafft, danach nichts mehr zu drehen und das wirklich als reinen Urlaub zu genießen. Es war wirklich der beste Urlaub, den ich je hatte und ich habe das Ganze durch meine Augen und nicht durch die Kamera gesehen. Ich weiß, dieses Video hat so einen traurigen Touch, aber glaub mir, wenn ich sage, jetzt aktuell geht es mir so gut wie seit Jahren nicht mehr. Bisher war ich das absolute Vorzeigebeispiel für ich lebe, um zu arbeiten. Doch nun
geht das immer mehr in Richtung, ich arbeite, um zu leben. So wie es meiner Meinung nach sein soll. Falls euch irgendjemand eingeredet hat, man muss immer hustlen, hustlen, hustlen und das ist der Schlüssel zum Glück. Gas geben! Hört lieber auf mich. Natürlich sollte man arbeiten, aber es ist super wichtig, dass man so einen gesunden Mittelwert hat. Manchmal ist es super wichtig, innezuhalten und ich versuche seit Ewigkeiten immer irgendwie stark zu bleiben und Emotionen nicht so sehr an mich heranzulassen. Aber neulich habe ich einfach heulen müssen, also ich habe richtig krass geheult. Manche würden jetzt sagen, Schwächling, aber ehrlich gesagt hat das richtig gut getan. Also es hat mir auch viel Kraft gegeben, das einfach mal rauszulassen. Ihr habt das wahrscheinlich eh schon rausgehört, aber ich sage es nochmal deutlich. Ich werde eine YouTube-Pause einlegen. Ob das jetzt Monat oder 2 oder 6 Monate sind, keine Ahnung. Ich muss mir unbedingt die Zeit nehmen, die ich brauche. Und ich verstehe natürlich, dass es ein Privileg ist. Viele haben nicht die Möglichkeit, mal eben eine Pause zu machen oder in Therapie zu gehen. Glaub mir, wenn es nach mir ginge, sollte jeder Mensch da draußen diese Möglichkeit bekommen. Aber ich muss das tun. Ich muss einfach lernen, in manchen Punkten klarzukommen. In manchen Punkten, ja, gewisse Ängste loszulassen. Seit der Therapie denke ich zum Glück auch nicht mehr, dass ich direkt obdachlos werde, sobald YouTube nicht mehr läuft. Ich habe super viele Ausweichmöglichkeiten. Das sind einfach so Dinge, die mir nach und nach klar werden. Also man könnte sagen, ich habe diese verzerrte Wahrnehmung und ich versuche, die wieder gerade zu rücken. Und überhaupt ist Angst, ja, es ist schon wichtig in manchen Situationen, weil es dich vor Gefahren schützt, aber es ist nicht unbedingt der beste Wegweiser. Ich weiß so 100%, dass die Leidenschaft fürs Drehen noch tief in mir drinne ist, aber die wird blockiert und unten gehalten, könnte man sagen, durch all diese negativen Aspekte. Es versucht rauszukommen, aber es geht einfach nicht. Und das hat einfach mit diesen, ja, mit diesen Ängsten und dem Kontrollzwang zu tun. Und jetzt eine YouTube-Pause zu machen auf unbestimmte Zeit, das ist auch eine sehr harte Überwindung für mich. Aber ich verstehe, dass es notwendig ist. Ich hoffe, ihr könnt es auch nachvollziehen. Eines Tages werde ich zurückkehren und wie und in welcher Form, ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde zurückkehren. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich glaube, das war eines der wichtigsten Videos, die ich hier gedreht habe, also unironisch. Und ja, krass. Ich mache es wirklich. Ich habe euch lieb und wünsche euch wirklich nur das Beste. Ihr seid so eine tolle Community. Ihr habt nur Gutes verdient und ja, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, euer Vic. Ciao. Ja, das ist doch ein feiner Kerl. Stell dir mal vor, der kommt danach voll trainiert zurück, dich voll verändert und so. Was mir daran einfällt, ist nochmal als Abschlusswort. Viele fragen mich ja auch immer, ey Uwe, wie ziehst du das durch? Training, deine Unternehmen, Firmen, dann jetzt auch noch Stream. Manchmal bin ich auch müde, schlafe dann oben im Wohnzimmer kurz ein mit meiner Tochter oder so oder Nick so ein. Und dann gehen die ins Bett und anstatt, dass ich ins Bett gehe, komme ich runter und streame. Warum? Weil ich einfach Bock habe. Livestream war schon immer mein Ding. Und mit diesem Livestream hier verbinde ich null Druck. Ich chill hier mit euch. Ich kann mit euch sabbeln. Ich kann mit euch zocken. Ich kann mit euch Real Talks machen. Ich kann, ist ja auch wie, keine Ahnung, der eine geht zum Psychologen, erzählt da irgendwas. Ich kann hier meine Dinge erzählen, was ich mache oder sonst was. Und mache hier Reactions, kann einfach mit euch gewisse Sachen teilen. So, und das ist, hat für mich hier gar nichts mit Druck zu tun. Das ist für mich kompletter Ausgleich. Das ist ein Hobby. Das Livestreaming hier, was ich mache, ist einfach ein fucking geiles Hobby. Der eine geht in die Kneipe zum Quatschen, der andere in den Streamkeller. Ja, aber ich hoffe, der kann genug Energie tanken, kann sich besser sortieren und kommt noch stärker zurück. We'll be right back.